So, hallo, es geht weiter. Es geht jetzt weiter. Mein Plan war, ich möchte ins Reich der Magie. Wie auch immer das geht. Und ich möchte, dass Priscilla schon mal vielleicht ein Date hat oder Freunde findet oder was klauen kann. Das wäre so für diese Aufnahmesession mein Ziel. Alle sind weg. Dementsprechend fangen wir mal mit Priscilla an. Ich habe irgendwie hier einen komischen Mauszeiger. Ja, gut, ne? Dann habe ich halt netter Anruf. Es ist immer toll, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um ein Sim anzurufen. Als Priscilla Bereitschaft hatte, fühlte sie sich. Bereitschaft? Okay. Oh nein, die Verbindung wurde abgebrochen. Fühlte sie sich wie in einer Falle. Ständig der Druck, die ganze Zeit über telefonisch erreichbar zu sein, keinen Empfang zu haben, kann zunächst irritierend sein, aber ist auf jeden Fall befreiend. Okay, gut. Lustiges random Ereignis. Im Internet surfen, aber dann gleich wieder ins Internet gehen, ne? So hat man's gern, ja. So, wir gucken uns mal hier auch ein bisschen an. Was geht denn hier bei ihr so ab? Sie ist ja arbeitslos. Aber sie kann schon ein bisschen kochen, das ist doch schon mal schön. Wir wollen auch keine Karriere für Priscilla. Das mit dem Mauszeiger triggert mich gerade hart. So, und ich habe immer noch das Problem mit der Maus, nicht wahr? Ja, es geht ein bisschen zu schnell. Ah, ich pack das schon. Ach so, na, wir wollten natürlich auch hier hinten. Wie geht das nochmal? Nein, kein Screenshot. Oh. Das ist natürlich auch ein bisschen doof, dass das da hinten liegt. Da muss ich vielleicht mal offscreen die weglegen. Die Einstellung ändern, dass ich hier vielleicht mit E und Q drehen kann. Du, bidu, bidu. Ja, ich mache hier Sachen. Und dann geht die liebe Ari in den Baumodus und stellt hier ein bisschen um. Dumm, die dumm. Jetzt müssen wir aber mal schauen, ne? Also, ich habe ja schon mal geübt. Ich habe ja schon mal ein Tiny House gemacht. Okay, das kann man nicht weiter nach oben setzen. Das ist natürlich traurig, sehr traurig. Aber ich möchte eigentlich auch. So. Vielleicht muss ich auch BB Move Objects und so anmachen. Obwohl, so geht es doch eigentlich noch klar. Ja, so viel Platz brauchen wir für ein Badezimmer auch nicht, ne? Dann schnappen wir uns jetzt hier noch schnell so eine Wand. Zack, Bums. Und dann nehmen wir nochmal. Haben wir noch kleinere Fenster hier irgendwo, die ich direkt nehmen kann? Ja, guck mal hier. Und dann setzen wir das hier schön rein. Ah, ist eine tolle Höhe. So, andere Seite. So, Wunderbärchen. Dann haben wir noch genug Geld für eine zweite Dusche. Ein zweites Klo. Das ist jetzt halt. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das wirkt so, als ob nicht, ne? Ja, leider keine Kohle da. Aber das Zimmer haben wir schon mal. Vielleicht, wenn Fati nach Hause kommt, können wir noch eine Dusche kaufen. Und noch ein Klo. Ich kann mir das Klo jetzt schon kaufen. Komm, schauen wir nochmal. Im Pipettenmodus schnappen wir das Klo. Nee, ist nicht drin. Schade, Schokolade, schade, Schokolade. So, ja, ich habe auch ein bisschen höher gestellt, weil ich gesehen habe, ihr habt gar nicht so gesehen, wie schön hier dieses hier war, da oben drüber. Und ich muss ein bisschen mehr darauf achten, dass meine Kamera nicht über dem ist, was da passiert. So, aber eine Sache können wir noch machen im Baumodus. Das triggert mich nämlich hier ganz schön hart. Meine Tür mal weiß machen. Ja, mit so einem Geschnörkels. Die Musik ist ja geil. Und vielleicht kann man ja auch den Boden ändern. Hier im Schlafzimmer will ich keinen Küchenbodenbelag haben. Nee. Und irgendwann kommt hier hinten noch eine Veranda dran. Yeah. Okay. Genug. Genug mit dieser Herumspaßerei. Nun wird es ernst.
Müssen jetzt die Kontrolle gewinnen. So, wir rufen jetzt mal Grace an. Und einladen. Einladen. Ich will nicht auf dem aktuellen. Ich will auf einem anderen. Haushalt verlassen, umziehen. Nein, Urlaub nehmen, reisen. Tierklinik. Ja, aber ich will doch bloß. Ich möchte doch bloß mit meiner Freundin. Ach, weißt du, wie ich's mach? Ach, weißt du, wie ich's mach? Ach nee, Moment, dafür muss man ja auch reisen. So, Grace. Wo ist meine Freundin Grace? Die hat echt eine coole Frisur, ne? So, mit Grace möchte ich gerne verreisen. Okay. Und wir gehen irgendwo hin, wo es total schön ist. Nämlich in eine andere Nachbarschaft. Vielleicht mal in die City. Wo ist denn hier die City? Ist das hier die City? Hier ist doch die City. Nicht so richtig, ne? Das ist dieser Hollywood-Verschnitt. Fitnesscenter. Nee, kein Fitnesscenter. Was ist das hier? Angesagtester Ort der Stadt. Okay. Hä? Was denn nu? Ist das der angesagteste Ort oder das? Da muss man sich auch mal entscheiden. Da muss man sich auch mal entscheiden, sag ich. Ach, das hier ist die. Nee, das ist die nicht. Das ist das Leere. Könnte ich irgendwann mal Sachen hinbauen. Es gab doch hier so eine übelste City. Ist es etwa das hier? Bin ich. Nein, da war ich ja letztes Mal schon drauf. Bin ich denn jetzt. Oh. Okay, das ist peinlich. Das ist peinlich. Grace, es tut mir. Nee, nicht mit ihm. Es tut mir leid, Grace. Wir verreisen wirklich jetzt. Ich sag das nicht nur, um irgendwas zu erreichen. So. Da, hier, das ist die Stadt. So, und da gehen wir doch mal hier in die Karaoke-Bar, weil das andere war nämlich gar nicht genug Karaoke-Bar. Oder auf den Gewürzmarkt? Ist überhaupt Gewürzmarkt? Oder vielleicht. Ach, komm. Bisschen im Park abchillen. Bisschen im Park abchillen, das ist doch schön. Im Park ist es nett. Da gibt es viele Leute, die man kennenlernen kann. Und eine Toilette. Oh, ich bin so froh, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich auch. Oh, meine gute Freundin. Ja, ich mag dich so was. Du warst dabei, was ich dir wegnehmen kann. Ich hätte so gern einen Schirmständer. Vielleicht sollten wir jemanden besuchen gehen mit einem Schirmständer. Schirmständer? Ja, dafür braucht man normalerweise Geld. Dann kann man sich einen kaufen. Ja, das mag sein. Mag sein, mag sein. Gucken wir uns das hier mal an. Oh. Komm, wir gehen hier zusammen hin. Zusammen gehen wir hier hin. Gibt es hier einen Schirmständer? Ist nicht wahr. Die haben hier keinen Schirmständer. Aber kann ich das vielleicht trotzdem klauen? Nein? Schade. Was ist denn das für ein komischer Park, wo man hier. Hier ist ja kein Mensch. Ist ja wie ausgestorben. Wir haben ja schon öfter mal über deinen Grundbesitz geredet, nicht wahr? Ich wollte da noch mal fragen. Was ist denn so alles in deinem Grundbesitz? Ja, setz dich ruhig erstmal. Ich setz mich dir gegenüber und wir plaudern erstmal eine Weile. Über dies und das. Hast du vielleicht Kunstgegenstände? Das ist echt schön. Oder ein Universum. Vielleicht hast du ja ein Universum. Nicht? Was hat sich denn in der Nachbarschaft so verändert? Das würde ich auch sehr gerne wissen. Ich frage mich, ist jemand hingezogen? Nee, hier wohnen nur Müllmenschen. Also so Leute mit Sachen, die irgendwie durch die Gegend ziehen. Die haben mal so Sachen dabei. Tja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Sag mal, ich wollte noch mal drauf zurückkommen. Du hast jetzt keine wertvollen Besitztümer? Nee, das habe ich nicht. Ich habe nur einen krassen Sportwagen. Ah, einen Sportwagen. Ja, das ist doch toll. Dann lass uns doch mal
den Himmel beobachten gehen. Oh, du hast einen Schirm. Ja, dann hast du sicherlich auch einen Schirmständer zu Hause. Warte, bleib mal kurz stehen. Ich wollte mit dir über deinen Schirmständer reden. Hier kann man ja wirklich gar nichts machen, oder? Außer die Sterne beobachten. Das ist natürlich auch sehr hübsch. Das kann man tun. Ach, guck mal, hier kann man heiraten. Nee. Oh, ich sehe gerade da hinten mit dem, da sehe ich gerade, man kann auch heiraten hier. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht mit meinem zweiten Ehe, dritten Ehemann meine ich natürlich. Also mit dem nächsten einfach. Ich habe vergessen zu zählen. Vielleicht könnte ich dann hier schön heiraten. Das wäre was. Ja. Ich bin so froh, dass wir uns hier getroffen haben und jetzt hier zusammen Dinge machen. Das macht wirklich Spaß. Oh, wo bist du denn? Oh, da ist noch ein zweiter Stock. Oh. Oh, das ist aber hübsch. Da haben sie sich aber nicht lumpen lassen. Ach, guck mal. Kleinere Dinge kann man also sich mal getrost schnappen. Vielleicht gehe ich auch mal hier hoch und plaudere ein bisschen mit dir. Und wenn du dann pinkeln musst, dann nehme ich vielleicht diese Lama-Statue mit. Oder diese Vase, die ich nicht anwählen kann. Das ist natürlich traurig. Ich komme, Grace. Ich bin schon unterwegs. Sitz einfach weiter da rum. Oh, Kamerafahrt. Mir wird schon ganz schlecht. Ah. So. Alter Schwede. Oh. Vielleicht sollte ich mal umstellen auf. Was ist das denn hier? Da war ja früher nicht so schwer. Oh, du gehst schon. Sie hat es jetzt einfach so geklaut. Habe ich das angeklickt eben? Kann ich ja noch mal im Recap sehen dann später, wenn ich schneide. Ja, so, super, wunderbar. Dann habe ich ja jetzt schon alles erreicht, was ich erreichen wollte. Mensch, Grace, was für ein wunderschöner Tag. Ich wollte dich noch warnen. Du solltest aufpassen. Betten? Warte doch, Grace, ich weiß, du liebst den Regen. Wir kennen uns ja nun schon sehr lange. Und weil wir uns schon so lange kennen, wollte ich dich mal warnen. Betten. Die sind äußerst gefährlich. Wenn man ins Bett geht, manchmal sind dann plötzlich Leute da und die nehmen einem Sachen weg. Und dann hat man die gar nicht mehr, weißt du? Man denkt dann, wo sind sie? Guckt im Müll nach, aber da sind sie nicht. Meinst du in meinem Haus jetzt, oder? Da in meinem Haus weiß ich, da ist das hier und das da und manchmal explodiert was. Und mein Roboter überwacht alles. Da passiert bestimmt nichts. Das sage ich dir. Ja, so ist das nämlich. Ich erzähle dir noch einen Witz über Pinguine und dann muss ich aber leider wieder gehen. Meine ganze Familie ist schon zu Hause und die Kinder müssen die Hausaufgabe machen. Wenn das nicht rumalbern war, dann weiß ich auch nicht. Ah, nice. Hat tatsächlich geklappt. So, mehr Auswahl, freundlich verabschieden. Geht nicht. Gut, dann geh einfach so nach Hause. Komm, geh einfach mal nach Hause. Grace und ihr Regenschirm sind auch schon zu Hause. Vielleicht könnten wir auch. Grace ist echt einfach gegangen, oder? Sie ist echt einfach gegangen. Ist ja ein starkes Stück. Das ist ja ein Ding. Da ist sie einfach gegangen. Dabei entscheide ich doch hier, wann unser Date zu Ende ist. Wie lange geht sie denn jetzt nach Hause? Irgendwann ist das Grundstück aber vorbei. Dann verschwindet man doch und dann. Nee? O okay. Machen wir mal die. Ah. Ich dachte schon. Kinder, ich bin zu Hause und ich habe etwas mitgebracht. Das ist wunderschön. Wo ist mein Inventar? Wo ist das Inventar? Sie hat doch gerade was geklaut. Hat sie das nicht geklaut? Bin ich verrückt? Inventar.
Ich hab's gar nicht geklaut. Hat sie's geklaut? Oh, ich liebe es, mit dir den Abspann anzusehen bei schönem Wetter. Oh, yes. Baroche! Yelabia Fora! Naja! Pintrip! Ja, das kann ich durchaus verstehen. Ich liebe es auch. So, Kind. Ich muss meine Hausaufgaben machen, Fati. Ich kann noch nicht mehr mit dir am Computer stehen. Aber ich setze mich gerne hier auf den Boden und bin ein braves Kind, denn ich bin das einzig liebe Kind hier. Nun gut, mein Sohn. Dann höre ich jetzt auf, dich voll zu quatschen. Ich bin ja nicht deine Mutter. Ich muss eh selber noch ein bisschen was arbeiten. Sonst werde ich niemals befördert. So, Mama, es ist total schön, dass du wieder zu Hause bist. Aber ich sag dir eins, ich gehe jetzt. Und zwar kacken, weil ich bin tough. Wirst schon sehen. Oh. Sorry, ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Ich muss ein Minus-Empathie bekommen. Das ist ja ein starkes Stück. Aber es macht sie sehr glücklich. Von äußerster Glücklichkeit ist sie. Ist irgendwie so ein Gemeinschaftszimmer, ne? So, ich mache dann jetzt auch mal meine Hausaufgaben. Weil so viel Zeit habe ich ja nicht mehr. Ich wollte ja heute noch meinen Glimmerstein benutzen, um ins Reich der Magie zu reisen. Papa, also, ich habe jetzt hier so eine Aufgabe und das ist echt schwierig. Ich mache jetzt hier meine Hausaufgaben in meinem Zimmer. Lasst euch von mir nicht stören, okay? Ich hoffe, ich störe nicht in meinem eigenen Zimmer. Das ja eigentlich das Zimmer meines Bruders war. Aber seitdem ihr von meinem Zimmer irgendwie die Hälfte weggenommen habt und ein zweites Bad gebaut habt, in dem nichts drin ist. Naja, komm. Apropos zweites Bad. Wir gucken nochmal, ob es uns nun möglich ist. Nope. Ja, ein Klo kann es geben. Eins kann uns keiner nehmen. Und das ist das pure Klo im Leben. So, ich hätte auch gerne eine Tür. Geht die Tür noch? Oh ja. Oh ja, die Tür geht noch. Einmal so, zack. Ist ja wahnsinnig, ist das ja. Haben wir noch eine Tür gefunden. So, weitermachen, alle Mann. Vielleicht schreiben wir hier noch eine kokette SMS zu unserer Freundin Grace. Wie geht das noch gleich? Hier, ne? Kokette SMS schicken an. Grace! Hallo, meine Süße! Krin, Bank of Flish, Kudos. So? Ihr sollt nicht plaudern. Ihr sollt alle beide arbeiten. Nix geplauder. Ausschluss vorbei. Oh, na gut, komm. Darf man mal mit seiner Mama in die Wolken schauen. Aber erst morgen. Denke ich. Leute, deinen Sohn nicht an, das ist irgendwie merkwürdig. Einen Schirmständer kaufen. Ich denke, es ist eher an der Zeit, seine Blase zu entleeren auf der neuen Toilette. Da ich hier die wichtigste Person im Haus bin, werde ich nun auf diese wunderschöne neue Toilette gehen, die noch niemand vorher mit seinem Hintern besudelt hat. Das ist ein ganz neues Pinkelerlebnis in so einem leeren Raum. So, wie sieht's denn mit eurem Hunger aus, liebe Familie? Oh, mein Mann stinkt. Da wasche ich mir erstmal die Hände, denn ich bin ja ordentlich. Und dann nehme ich mir Reste. Ich habe zwar nicht so großen Hunger, aber davon kann man gut furzen, habe ich gehört. Okay, Leute, ich nehme mir mal einen Joghurt. Ja, ich finde es toll, dass du zu essen gekocht hast, Mama. Mama? Warum bist du nicht in deinem, in der Küche am Essen dran, am Sein? Warum gehe ich nicht in die Küche, um mir ein Fruchtparfait zu holen? Oder was auch immer das war. Ach so, er spült erstmal ab. Der Gute. Oh, da kriegt er wieder gute Manieren. Ist das nicht ein liebes Kind? Meine Güte. Ich
Ich habe ganz kleinen Lieblingscharakter hier in diesem Haus. Ach, Fabrice, sie ist die Tochter. Ja, ich erinnere mich natürlich deutlich daran. So. Geh mal schlafen, du guckst doch da einen Horrorfilm, ich höre das doch. Ja, genau, Fernseher aus. Was? Ja, das war aber jetzt ein das war aber nur so ein Möchtegern-Anruf von Minerva, ne? Die wollte nicht wirklich mal anrufen zum Plaudern. Die wollte nur so tun, als ob. Das ist ja immer noch nicht ganz zu sehen. Ich hüpfe mal hier hoch. Oder gehe ich vielleicht einfach... Oh. So, gehe ich vielleicht einfach hier oben hin. Ich gehe einfach da oben hin. So. Dann kann man alles sehen. Das ist doch schön. So, und danach gehen wir noch ein bisschen pinkeln. Und dann gehen wir wieder duschen. Oh, was für ein langweiliger Film. Der Typ repariert sein Auto und dann kann er damit fahren. Aber coolen Hut hat er, coolen Hut. Oh, ist da draußen meine Freundin Grace etwa? Warum habe ich eigentlich immer mein Handy an während der Aufnahme? Ist das noch zu fassen? Bin ich noch des Wahnsinns fette Beute? So. Da war doch meine Freundin Priscilla. Priscilla, wo bist du denn? Ich dachte, ich hätte sie durchs Fenster gesehen. Da habe ich mich wohl getäuscht. Nun gut. Da! Grace meine ich natürlich. Grace! Warte doch! Ich will doch noch gar nicht ins Bett. Grace! Oh. Na gut, dann ist sie eben im Bett. Ratet mal, wer noch im Bett ist. Wo? Die hat sich einfach ins Bett der Eltern gelegt. Okay, es ist Zeit, hier jemandem das Bett zuzuweisen. Vater. So, Mutter. Da kann man das Bett zuweisen. Kind. So. Da ist aber ein bisschen Land mitgekommen, ne? Da ist ein bisschen Land mitgekommen. Oh, Grace! Oh, Grace. Das war's mit Grace. Frag ihn doch mal, ob er ein Wassermann ist. Man weiß es ja nicht. Einfach mal random nachts rauslaufen und Leute fragen, ob sie Wassermann sind. Hey, du, warte! Da ist wohl einer wieder weggejoggt. Na gut. Normalerweise klaue ich ja nur Sachen, die anderen Leuten gehören. Aber wenn hier schon so Sachen rumliegen... Ach, da bist du ja wieder. Ich habe hier auf dich gewartet. Um zu erfahren, ob du Wassermann bist. Bist du Wassermann? Ja, gut, dann geh doch. Geh doch wieder. Finde ich jetzt auch nicht cool, dass du mich jetzt nicht magst, weil ich dich frage, ob du Wassermann bist. Oh, Katzi. Katzi. Oh, totes Katzi. Das ist ja ein Geisterkätzchen. Das ja. Ja. Meisterkätzchen ohne Schwanz. Danke, dass du nochmal zurückgekommen bist. Ich gehe dann jetzt wieder und lass dich hier einfach stehen. Und sammel Sachen ein. Ich habe immerhin jetzt die Gartenfähigkeit. Nicht wie du. Du Nicht-Wassermann. So, also, ich muss jetzt hier ein bisschen recherchieren über... Wie kann ich meinen Glimmerstein benutzen und warum macht meine Mutter nie was zu essen für uns Kinder? Das frage ich mich halt. Oh, hallo. Ich ignoriere dich. Ich bin sehr vertieft, aber jetzt, wo du hier schon so stehst. Wieso hat sie denn jetzt keine Empathie? Das ist aber... System. Ah, okay. Es ist einfach ein Snob. Ja, ich bin dann auch nur hier hingekommen, um euch ein bisschen anzumaulen.
Was habt ihr hier eigentlich für eine komische Drecksbude? Hier gibt's ja gar nichts. Also bei mir zu Hause. Oh Gott, sag das nicht meiner Mutter. So, raus aus dem Forum. Ich wollte mal sagen, cooler Vampir-Lebensstil. Ich mag ja Vampire echt gerne. Ich hab nur keine Ahnung davon. Aber vielleicht möchtest du ja auch was essen. Ich könnte Reste aus dem Kühlschrank nehmen. Du magst also Kohlnuss. Ja, also ich mag Vampire. Das hat aber eine tiefe Stimme. Das kann ich mir ja gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das eingestellt habe. Uiuiuiui. Ja, ich esse dann mal was. Das hat meine Mutter, glaube ich, heute Morgen gemacht zum Frühstück. Das ist noch wie neu. Lecker, 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 lecker. Tja. Oh, wer ist er? Da muss ich doch mal raus. Da muss ich doch mal runter. Da muss ich doch mal auf die andere Seite der Türe. Muss ich doch mal ganz kurz hier um die Ecke lunzen. Wer bist du denn? Herein, wenn's kein Schneider ist. Das war wohl der falsche Mensch, den ich da angewählt habe. Warte. Herein. Nee, komm doch rein. Achso, du bist nur von der Tür weggegangen. Moin. Yes. Ah, Yanabi. Oh. Komm doch herein, liebe Vampire. Kommt doch alle herein. Heißt du zufällig Edward? Ich mach mich da mal schick und stelle mich sehr freundlich vor, denn ich mag ja Vampire. Ich bin übrigens Zauberin und ich war noch nie im Reich der Magie. Hey, Kumpel, na? Ich sehe, du bist hier im gleichen Raum wie Bronco, der nicht in seinem Bett schläft. Warum auch immer? Was ist mit dieser Familie los? Habe ich das alles falsch zugewiesen? Wo ist eigentlich die Mutter? Oh Gott, ich habe Vampire im Haus. Die Mutter schläft einfach hier! Was ist hier los mit dieser Familie? Ich wollte nicht mit meinem Ehemann in einem Bett schlafen, deswegen, naja, habe ich gedacht, ich schlafe heute mal draußen. So, mein Sohn. Ich finde es total schön, dass du hier bist. Ach, du bist gar nicht mein Sohn. Naja, gut. Weißt du, ich bin Vampir und das ist ziemlich krass, muss ich sagen. Und naja, ich habe spitze Zähne und... Ich bin übelst cool. Hast du mich schon mal angeguckt? Ich bin übelst cool. Ich heiße übrigens wie der Typ aus Stranger Things, den alle so heiß finden, weil er der Coole ist von den Leuten. Ja, und meine tiefe Stimme, wie findest du die so? Weil ich bin auch ziemlich cool. Ich kann halt zaubern. Weißt du, wir könnten Vampir-Zauberkinder kriegen. Aber ich gehe jetzt mal rein und lass dich einfach hier draußen stehen. Na gut, ich bin froh, dass ihr alle hier seid, liebe Vampirfreunde. Wow, kannst du bitte die Tür nicht so laut klein? Mein kleiner Bruder schläft. Und ich gehe jetzt mal ins Bett, offensichtlich. Gehe ich jetzt mal ins Bett, während ihr hier alle abchillt. Oh, ja, setz dich ruhig an den Computer. Hauptsache, du machst ihn nicht kaputt. Ist schon irgendjemand wach genug zum Aufstehen? Ja, der Kleine. So,